Hallo, ich bin Selina. Und ich bin Luca. Wir sind beide Schüler der Maria-Kreis-Schule Iffezahn. Und heute in diesem Film seht ihr, wie wir mit Hilfe der Firmen Kronimus, Dreier und im Kieswerk IKW unseren Pausenhof umgestaltet haben. Die Mitschüler der Maria-Kreis-Schule Iffezheim haben auch den einzelnen Firmen geholfen, beispielsweise bei der Bearbeitung der Sitzgelegenheiten und vieles mehr. Den Schülern wurden außerdem spannende Ausbildungsberufe gezeigt, hier lokal in Iffezheim. Aber ich würde sagen, genug Gerede, Film ab. Pimp Up Our Pausenhof ist ein ganz besonderes Projekt, weil unsere Schülerinnen und Schüler regelmäßig in Betrieben vor Ort in Iffezheim arbeiten und zusammen mit Profis Tischtennisplatten und Sitzmöglichkeiten produzieren. Sie werden auch herangeführt, die Dinge zu pflegen und nachhaltig zu behandeln. Wir waren ja eigentlich ein bisschen Urheber des Ganzen. Wir haben, als ich angefangen habe, hatte ich einen Beschluss meines Vorstands schon im Lastenheft stehen, 2 Tischtennisplatten für den Außenbereich des Schulhofs zu spenden. Der Betonhersteller, die Firma Kronimus, die bezieht die Rohstoffe bei der IKW im Kieswerk in Iffezheim. Und als Partner aus dem Schreinerhandwerk, Schreinergewerbe, konnten wir die Dreier GmbH aus Iffezheim gewinnen. Und sie setzen die Idee um, vom Sandkorn zum fertigen Pausenhof. Also die Jugendlichen selbst waren mit dabei, live am Schwimmbagger in Iffezheim, wo das Material von aus der 40 Meter Tiefe nach oben gefördert wird und natürlich dann transportiert zur Waschanlage. Sie haben jeden Schritt mitbegleitet, wie es getrennt, gefördert, glasiert wird und aber auch selbst, wie er zum Beton wird. Also mit Schülern macht es sehr viel Spaß, zusammenzuarbeiten. Wir wollen ja Schüler gut ausbilden. Das fängt im Praktikum an, dann gibt es eine Ausbildung bei uns und auch hier. In diesem Projekt habe die Schüler kennengelernt, dass der Beruf Beton-Werkteilbauer, wo kein Mensch kennt, ein sehr interessanter Beruf ist. Sie waren bei der Schalungherstellung dabei, beim Gießen, beim Schleifen von dem Beton und konnten die Tischtennisplatte begleiten bis zum Pausenhof. Jetzt können sie selber dran spielen und ist einfach für die Zukunft eine geile Aktion gewesen. Also wir waren verantwortlich für die Sitzauflagen zwischen den Betonstählen von der Firma Kronimus. Und wir haben mit den Schülern den gesamten Weg eigentlich begleitet, vom Baumstamm bis zum fertigen Produkt und die Oberflächenversiegelung mit den Schülern gemeinsam gemacht und die Endmontage hier auf dem Hof auch wieder gemeinsam mit den Schülern umgesetzt. Die Pflege spielt für uns da eine große Rolle und wir haben deswegen einfach Holz gewählt, um hier auch über die Jahreszeit hinweg dann wirklich die Schüler wieder mit einzubinden, die Holzauflagen nochmal zu demontieren, abzuschleifen, neu zu ölen und halt so auch über die Jahre hinweg immer ein Top-Produkt hier zu haben. Also mich freut es natürlich riesig, dass ich das Pimp Up Your Pausenhof-Projekt dieses Jahr begleiten darf in meiner Position. Uns freut es natürlich auch, dass es nach so vielen Jahren endlich geht und endlich Taten folgen. Das Projekt war ein Wunsch der Schüler, weil die Schüler schon lange den Wunsch hegen, den Schulhof selbst zu gestalten, attraktiver zu gestalten. Der Förderverein wollte uns sofort unterstützen. Und dann wurde in einem Gespräch diese neue Idee geboren, ein gemeinsames Projekt Pimp Up Our Pausenhof ins Leben zu rufen. Ich glaube, dass ja auch viele weitere Ideen noch bestehen, wie der Schulhof noch in Zukunft weiter umgestaltet werden kann. Die Jungs und Mädels und der Herr Bangert sind ja zu uns nach Karlsruhe gekommen, in die Agentur, damit wir sie einfach, bevor sie loslegen zu filmen, so ein bisschen ja, instruieren oder ihnen einfach Tipps und Tricks geben. Ich habe sofort gemerkt, da steckt Feuer dahinter, da ist echt Spaß dabei. Sehr motivierte Leute, die das machen, da macht es nicht auch Spaß, da zu helfen. Ja, es gibt ja jetzt nach den Tischtennisplatten und den ersten Sitzgelegenheiten noch einen zweiten Bauabschnitt mit weiteren Maßnahmen und da werden wir das Ganze genauso begleiten und unterstützen, sei es jetzt monetär oder auch um Kontakte zu vermitteln, da sind wir weiterhin voll dabei natürlich. Es wird auf jeden Fall weitergehen. Wir haben große Ideen. Wir denken an eine Kletterwand, an ein Trampolin beispielsweise, eine Slackline, aber auch vielleicht ein Beachvolleyballfeld. Also unsere Ideen sind grenzenlos. Umfangreich unterstützt die Gemeinde Iffezheim das Projekt. Wir hoffen auch noch auf weitere Unterstützung in den nächsten Jahren. Ja, heute ist ein besonderer Tag, weil wir feiern heute das Ende des ersten Bauabschnitts. Beim Projekt mitzuwirken fand ich super. Das waren einige Einblicke in unsere Arbeit, vom Sandkorn zur Tischtennisplatte. Wir sind noch nicht am Ziel angekommen. Viele weitere Ideen stehen in den Startlöchern. Dafür nehmen wir euch das nächste Mal wieder mit. Dank geht an alle Helfer in den Firmen, die Chefs und Möglichmacher, Herr Bangert und viele Lehrkräfte, die uns unterstützt haben. Bis zum nächsten Mal, euer MGS-Filmteam. Bye.